24 Angler. There we go! 13 Angeltage. Never surrender. 4 Gruppen. 3 Zielfische. Yes! Eine Finalrunde an einem unbekannten Ort. Yes! Und ein Pokal. Der YPC Bank 2022 wird präsentiert von Hearty Rice, Feel the Difference, Scotty Just Brew Anywhere und LMAB. Every great story starts with a cast. Es ist wieder soweit. Das beliebteste europäische Uferturnier im Raubfischangeln, der YouTube Predator Cup Bank, ist zurück. Euch erwarten packende Angeltage, große Fische, Frust, Erleichterung, pure Freude und eine große Überraschung in der Finalrunde. Wie ihr die YPC-Projekte unterstützen könnt, wissen die meisten von euch wahrscheinlich schon. Besorgt euer Angelzeug einfach bei uns im Online-Shop, bestenfalls mit den Marken, die beim YouTube Predator Cup mitmachen. Wer nicht so gerne online shoppt, kann natürlich alternativ auch im Fachhandel LMAB-Produkte kaufen, um uns zu unterstützen. Wir starten mit den Infos zum Modus, zum Reglement und zu den Anglern aus Gruppe A, wie immer vorgetragen von unserem Charles Rettinghaus. Viel Spaß mit der ersten Folge. Wir beginnen mit dem Modus und den Regeln der Gruppenphase. Wie im letzten Jahr gibt es 4 Sechsergruppen, in denen sich die jeweils 3 punktbesten Angler nach 2x8 Stunden Angelzeit für die Zwischenrunde qualifizieren. Das Scoreboard setzt sich wie gewohnt aus einem Barsch, einem Zander, einem Hecht sowie 3 variablen Bonusfischen zusammen. Und auch die Multiplikatoren sind mit 2, 1,3 und 1 dieselben wie sonst auch. Eine Veränderung gibt es bei den Topwater-Punkten. Es können diesmal bis zu 30 Topwater-Punkte erreicht werden. Für jeden maßigen Topwater-Fisch gibt es 10 Punkte. Es gelten hierbei alle regulär mit Kunstködern gefangene Fische, auch Friedfische. Die Fischart spielt für die Topwater-Punkte also überhaupt keine Rolle. Die Mindestmaße liegen für Barsch, Zander und Hecht bei 22, 42 und 45 cm. Für alle anderen Arten haben wir das Maß der Einfachheit halber auf 40 cm festgelegt. In der Zwischenrunde wird dann in 2 Sechsergruppen nur einen Tag lang gefischt. Die Angler können also nicht unbedingt dieselbe Taktik fahren und dieselben Spots fischen wie in der Gruppenphase, wovon wir uns etwas Abwechslung versprechen. Wie die Regeln an diesem Tag dann genau aussehen, erzählen wir euch, wenn es soweit ist. In der Zwischenrunde qualifizieren sich 4 Angler für die Finalrunde, die an Gewässern ausgetragen wird, an denen keiner der Finalteilnehmer vorher je gewesen ist. 2 Regeln, die wir ebenfalls beibehalten haben und in jeder der 3 Runden gelten, sind die Strafen. Wer einen Fisch im Drill durch einen Vorfachbruch verliert, bekommt 20 Minuspunkte. An der Schnur herausgehobene Fische geben eine Zeitstrafe von 10 Minuten. Kommen wir nun zur Vorstellung der 6 Angler aus Gruppe A. Bei seinen 3 YPC-Uferteilnahmen kam der Berliner Dustin Schöne einmal ins Halbfinale, einmal unterlag er im Finale und einmal gewann er das Turnier. Der frisch gebackene YPC-Boat-Champion, der für seine moderne Raubfisch- und Streetwear-Marke Nace am Turnier teilnimmt, gilt als Top-Favorit auf den Titel. Fish Explorer, eine Marke, die sich auf nützliche Tools zum Raubfischangeln spezialisiert hat, schickt erneut Landry Rosens ins Rennen. Der Belgier ging bei seiner ersten Teilnahme 2020 baden und wurde in seiner Gruppe Letzter. 2021 bereitete er sich dann viel besser vor und kam bis ins Halbfinale. Er scheint auch anglerisch gereift. Mal sehen, ob er den Trend bestätigen kann. Dirk Ostrowski war 2021 erstmals beim YPC-Uferturnier dabei, wurde Zweiter der Gruppe B und verpasste später nur hauchdünn das Halbfinale.
Die Konkurrenz ist gewarnt. Der Westfale kennt die Turniergewässer extrem gut und fischt ausschließlich vom Ufer. Er tritt wieder für den Premium-Routenhersteller Hearty Rice an. Das Debüt im letzten Jahr verlief für den begnadeten Barschangler und Japan-Freak Henrik Haag eher durchwachsen. Am Ende waren es seine geliebten Barsche, die ihn im Stich ließen. Der Norddeutsche, der wieder für den japanischen Schnurhersteller Sunline am Turnier teilnimmt, will es 2022 unbedingt besser machen. Der Niederländer Jelle de Jong gehört zu Europas besten Bootsanglern und gewann, vermutlich erst kürzlich, die Predator Tour. Wir sind gespannt, wie stark er vom Ufer ist. Trainiert hat der Lokalmatador, der für die weltbekannte Brand Berkeley fischt, jedenfalls viel und durchaus erfolgreich. Österreichs größter Raubfisch-YouTuber Johannes Höfner war 2018 und 2019 schon dabei und kam sogar bis ins Halbfinale. Nachdem der eigentlich nominierte Nunzio wegen eines Verkehrsunfalls in der Trainingsphase kurzfristig passen musste, ist nun also Johannes für den Rollen- und Routenhersteller Okuma dabei. Wie im letzten Jahr sind die Niederlande in vier Zonen aufgeteilt. Die Gruppe A fischt im Süden in Zone 1 und 4. Das Los hat ergeben, dass Henrik, Johannes und Landry im Südwesten, Dustin, Dirk und Jelle im Südosten starten. Herzlich willkommen zum YPC 2022. Ich muss sagen, ich bin sehr, sehr, sehr nervös. Ich hoffe natürlich, dass es wieder so gut läuft wie in den letzten Turnieren. Aber da die Vorbereitung so schlecht war, habe ich in diesem Jahr nicht so ein gutes Gefühl. Aber trotzdem, ich gebe alles und jetzt geht es erstmal auf Hecht. Bisschen ärgerlich, weil heute würde ich eigentlich meine bessere Zone befischen, also die, die ich besser kann. Aber aufgrund des Wetters wird es nicht so einfach sein. Wir haben richtig Sturm, wir hatten einen richtig krassen Wetterwechsel. Aber egal, es geht jedem so. Ausreden zählen nicht. Geht jetzt los. Und bis gleich am Wasser. Moin Leute, willkommen zum YPC Bank 2022. Ja, wir sind jetzt gerade auf dem Weg zum ersten Spot. Wir machen heute so ein bisschen Big Poker. Und zwar, wir fahren jetzt fast anderthalb Stunden zur ersten Stelle. Das ist die, sozusagen die Maximalzeit, die wir morgens haben, zum Spot zu fahren. Wir versuchen da direkt ein, zwei dicke Barsche, am besten natürlich zwei zu fangen. Im Training hatten wir da Fische bis 49 cm. Leider ist das Wetter heute echt bescheiden. Wir haben echt dollen Wind. Dicke, dunkle Wolken ziehen durch. Wir hoffen, dass es nicht jetzt gleich noch anfängt zu schütten. Und wie gesagt, wir fahren jetzt erstmal. Bei uns passiert jetzt erstmal nichts bis 8 Uhr. Und ja, dann sehen wir uns gleich beim Wasser, beim ersten Wurf und hoffentlich gleich mit dem direkten Fisch. Hi guys, first day YouTube Predator Cup. I'm really looking forward to fish it. Normally I'm a boat fisherman, so it's not gonna be easy for me from the shore, but I'm really looking forward to catch some really nice fish on the YPC. Let's go, man. Es ist mal wieder soweit, YPC 2022. Ich freue mich riesig, jetzt gleich starten zu dürfen. Ich starte heute hier, wie man sieht, mitten in der City. Mein Ziel heute ist einfach nur der Barsch. Der steht absolut im Vordergrund. Ziel ist es eigentlich, dass ich am Ende des Tages zumindest zwei, im besten Fall vielleicht sogar drei Wertungsbarsche auf die Scale legen darf. Und dann alles Weitere sind dann quasi Bonusfische. Aber erstmal muss der erste Fisch überhaupt kommen. Drückt mir bitte ganz feste die Daumen. Und dann werden wir, denke ich mal, heute einen stürmischen, aber auch lustigen und hoffentlich auch fischreichen Tag haben. Last year, I seen in your commentary that you don't like when I am speaking in French. So this year, I changed my style and I will speak in English with you this year.
I know no spot for pike in Area 4. So this day, I think in the morning, so here in the first episode, I will only try to catch pike. It's why I put this scratch on my cap. Wir sind am Spot angekommen. Ich fische wie immer mit einem Maze Runner. Also wie immer auf Hecht. Ich hoffe, der bringt mir jetzt die entscheidenden Fische. Gestern hatte ich hier direkt einen knappen Meter Hecht, fünfte, sechste Wurf. Wenn wir das heute reproduzieren könnten, wäre es geil. Wünscht mir Glück. In 8 Minuten geht's los. Bis gleich. We arrived on the first spot. Already saw some carp swimming around. Even a koi carp was it. Maybe we check it out later. But here we're gonna fish under a bridge. There's a small yeti over there, so we're gonna stand on top of it, try to cast a little bit under the bridge, and check if there's some pike around. I'm gonna fish a lure I've never fished before. That's the cool thing about being a pro staff. You can fish lures nobody fished before. It's a small lure, but it's got a really nice hookup ratio. Normally I like to fish with jerk baits for pike, but in a tournament like this, I can allow myself to miss a couple of pikes. So this will go in their mouth pretty easy. So we're just gonna check it out. Okay, I will begin with topwater lure. I will use this one because look the color. It's a special frog color. And in this place there is a frog. So this model of Yozuri topwater stick bait is, I think, the best for this place. We will try. If I have a pike with topwater, I have a bonus point. It's 10 points more with topwater lure. So I will begin like that. And I feel good. I think it's possible to catch one. So, wir sind hier in Dordrecht, in der Nähe von Dordrecht. Mein Zielfisch an dem Platz ist der Zander. Hoffentlich funktioniert es. Wir warten jetzt nur noch in einer Minute Sacht. Boah, nervös! Jetzt kommt der erste Wurf. Time for the first cast. Und jetzt ist es soweit. Jetzt starten wir. Alle Angler sind an ihren ersten Spots. Das Turnier hat begonnen und schon jetzt wird wieder eine der mutmaßlichen Hauptgründe deutlich, weshalb der YPC Bank sich so großer Beliebtheit erfreut. 6 Angler, 6 Stellen und alle sind völlig unterschiedlich. Dirk macht Streetfishing in der Stadt. Landry fischt einen großen, zugewachsenen Polder. Dustin probiert es mit der Warthose an einem See, Henrik angelt am Kanal, Johannes am strömenden Fluss und Jelle startet an einer winzigen Rinne. Mal sehen, wessen Plan als erstes aufgeht. Ich fische jetzt wieder den Smoking Dead am Jika. Da kann ich schön an den Steinen lang fischen, schön am Kraut vorbei. Bleibt da jetzt nicht immer so doll drin hängen wie mit anderen Rigs. Weil das Gewicht halt fest ist und nicht irgendwie zwischen den Steinen rutschen kann. Das ist immer das Geile am Jika-Rig. Dass es halt besonders so für Steinstrukturen und Kraut und sowas halt immer schön durchschlüpfen kann. Fisch ist mit 10 Gramm. Damit komme ich bei dem Wind ganz gut klar. Das fliegt gut. Ich kann ein bisschen rausfeuern. Wasser sieht sehr gut aus. Klares Wasser, nicht zu trüb. Das haben wir ja auch immer ganz gemerkt, dass klareres Wasser jetzt auch nicht so verkehrt ist, besonders für Barsche. Und genau, wir werden uns jetzt hier mal am Kanal so ein bisschen lang arbeiten und hoffen, dass irgendwo eine Maschine steht und beißt. Ich fahre mit 2 Routen jetzt gerade, im Prinzip jetzt hier an diesen Spots. Ich werde immer den Spot einmal erst mit dem Jika-Rig abwerfen und danach einmal mit dem Bladed Jig, um vielleicht halt Fische zu fangen, die nicht genau am Grund stehen, sondern vielleicht ein bisschen erhöht. Hier das gleiche Prinzip, ich werfe einmal aus, lass absinken und kurbel den Bladed Jig sozusagen die Kante einmal hoch. So, und wenn halt Fische da stehen, die aktiv sind, gehen sie dann hoffentlich halt rauf. Ja, wir angeln jetzt so 4 Minuten und
bin schon ein bisschen nervös. Der Hecht, den ich gestern hier an der Stelle hatte, der knapp einen Meter war, der hat schon mal nicht gebissen. Deswegen gehe ich jetzt weiter. Ich mache hier so ein bisschen Run and Gun, laufe hier das Ufer entlang und fische hier mal parallel zum Ufer und hoffe, dass ein dicker Hecht gleich einsteckt. Also, ich habe es vorher mit 10 Gramm probiert, aber jetzt probiere ich es mit 14 Gramm, weil der Wind doch ein bisschen stärker ist. Vor allem kommt er von der Seite. Als Köder nehme ich da den Certain Fishing. Mein Name ist Jeff, der ist ca. 10 cm lang. Und hoffentlich bringt er jetzt Fisch, weil die ersten Würfe brachten keinen. The lure is going a little bit too deep for this water. The plants are coming up. So we're gonna change lure. Put a chatterbait on. Yep, this is gonna be the one. Berkeley Dex chatterbait. Got it. First fish. That was the cast. Did you saw the cast? Wow, shit, I lost it. First fish, but hey, I lost it. Let's go for the second one. I cast it like in the small channel on the upper side of the channel, and it just totally went for it, man. But hey, we can be sad about losing a fish. It is sad actually, because it's competition, but it was a really good strike and a really nice cast into this yellow area over there. It was really cool. Let's go for the next one. I put the lure off and I see a movement in the water. I just let back my lure into the water and the pike is coming. He's hanging the lure. But it don't take the hook, so he's there. It's a beautiful. It's like maybe 80 centimeter. Oh. Pike is there again. Pike is there. I will try on surface. Maybe he will catch the surface lure. Change lure because I think it's possible the activity of the pike is changing with big lure. So I put the fishing ghost 22 centimeter. It's a Renki Shad. It's the same lure from another, but the biggest size. Don't take the hook again. Ah, shit again! What the fuck? It's not possible. 3 times! He unhooked the lure. Mann, ey! Ja, gerade einen Biss gehabt, Chatterbait. Vorher so duck, einmal reingehauen. Shit! So, da war der erste Biss. Aber wie sagt man so schön? Bisse kann man nicht braten. Aber es gibt ja schon mal ein ganz gutes Gefühl, dass hier Fisch jetzt aktiv ist. Hoffentlich kommt da jetzt noch einer. Look, the pike is there. It's a little one now. It's another pike. There is two pike. Look. There is two. I take nothing, there is two pike. What the fuck? Not possible. 4 times. He's coming.
Yes! First one! I changed the lure for hard lure, the new model. One time, I look it, I miss it, and now I take it. Yes, first one. And safety, I can put the pack. I will show you, this is new lure after. Okay. Okay. 72. First pike for me. Maybe the first of the competition, I don't know. I will check the WhatsApp group. Let's go on the water. We'll release it. Der erste Wertungsfisch des YPC Bank 2022 ist ein Hecht und er geht an Landry Rosens. 72 Punkte, das kann sich für den Anfang durchaus sehen lassen. Die Mitstreiter nehmen den Fang umgehend zur Kenntnis. So, das Eis ist gebrochen. Landry hat den ersten Fisch gefangen. Schöner Hecht, 72er. Den könnte ich jetzt auch gut gebrauchen, muss ich sagen. Also, Petri, Landry. Jetzt reicht's auch. Für eine Weile. Es scheint zumindest so, dass die Fische bislang nicht ganz so aktiv sind. Deswegen ist der Hecht auf jeden Fall schon viel, viel wert. Ja, Petri Landry. Der begehrteste Raubfisch-Adventskalender Deutschlands ist wieder da und er wird noch krasser. Mehr Hardbaits. Ein Warenwert von über 200 Euro UVP. 24 weihnachtliche Überraschungen, ausschließlich exklusive für den Kalender angefertigte Produkte von 11 erstklassigen Raubfischmarken, 24 Chancen, ein goldenes Ticket zu gewinnen, Support für den YPC und das für nur 99,95 Euro plus Versand. Der Kalender ist limitiert, gehe nicht leer aus und sichere dir schon jetzt den Deal des Jahres. Den Link zur Vorbestellung findest du in der Videobeschreibung. So this is the lure. This is a new lure on the market. It's a special lure because it's a hard lure. It's a glider, so it's moving like that. So you can use it in a linear action, like a swim bait. So it's like that, and you can use it with a little twitch jerk style, and it's like tack, clack, clack, clack. There is ball into the lure, and you can see. Into the lure there is a blade, so it's all the pike like. So I will try here because this lure can fish very, very slowly, and the pike here attacked not fast. So there is three size of this lure. I can show you the little size. There is a nice color. It's a prop duster, the name, and the brand is Chesbait. The good thing about fishing in chatterbait is that you can drag it through the weeds. There are all lilies here and all weeds on the surface, and this little blade just going left and right and it's pushed away all the weeds, so you can fish it through everything. I can show you how you do a cast between the weeds or lilies. Normally a normal lure will hang on to the lilies, but you see that this one is just going right through it. It just pushed it away. So chatterbait is a good option when the channels are full with weed. Ah, das Kraut hier immer.
was hier so vorgelagert ist. Immer ein bisschen mal frei rupfen. Genau, ich führe den Köder halt immer mit leichten Sprüngen im Prinzip über die Steine rüber oder durch das Kraut. Wenn ich halt merke, dass das Kraut ist, rupfe ich den einmal frei. Und optimalerweise stehen die Barsche dann zwischen Kraut und den Steinen. Eben hatte ich leider einen Abriss gehabt. Kommt halt leider das Problem, wenn du hier auf diesen Steinpackungen angelst und mit Chatterbaits und sehr dicht am Grund fischst, dass es sich da manchmal so reinzieht. Aber ist leider dann mit Schwund ist zu rechnen. Dafür können wir gute Fische fangen. Fuck! Gerade einen richtig großen Fisch verloren. Einen Meter hat er gehabt. Oh Mann, ey! Neuer Köder, hier sieht man krasse Bissspuren. Fuck, Mann, ey, der war wichtig gewesen. Der Wind hat hier ein bisschen aufgeprischt und steht jetzt hier genau auf der Seite. Ich habe eben ein bisschen im Windschatten gefischt und im Wind hatte ich direkt den Biss. Ich hoffe, das hat einen positiven Einfluss jetzt aufs Angeln und ich kriege gleich noch einen Biss. Ey, das war ein ärgerlich. Ärgerlich, aber egal, es gibt Vertrauen, dass man was richtig macht, weiter durchziehen, nicht nervös werden und dann klappt es hoffentlich noch mit dem Hecht. Okay guys, we had only one bite yet, one pike, we lost it. It's a shame, but it happens. I'm really hot now, the sun is shining and we didn't expect that, so I'm really hot. We're going back to the car, we're gonna change some, we're gonna do some clothes off, so it's getting a little bit more comfortable. Then we're gonna change tactics. I'm gonna grab my jerkbait rod and I'm gonna try to catch a good pike with the Zilla Glider. Jelle ist also der erste Angler, der den Weg zum Auto wählt, will dort aber scheinbar nur Kleidung und Tackle wechseln, während Johannes sein Auto als Transportmittel zum nächsten Spot im Kopf zu haben scheint. Nach dem Wurf jetzt machen wir gleich einen Spotwechsel, weil der Seitenwind ist hier ziemlich stark. Und da musste man zu schwer fischen, da fische ich nicht dort, wo ich hin will. Und ja, da schleife ich nur im Grund herum, das gefällt mir nicht so. Darum machen wir gleich einen Spotwechsel, wo der Wind von hinten kommen sollte, außer er dreht, bis wir dort sind. Aber hoffentlich nicht. Jo, dann starten wir zum nächsten Spot. It's a nice one, it's a nice one. Come on, come on, come on. Yes! It's a nice one. Yes! I think it's 80 centimeters, yes! I changed for a little size of the soft lure. Okay. Oh, look nice, but not 80, it's 79. This is the second pike, and I see another better size than this one, so I think I can catch bigger. Yes. Two pikes have been caught. 72 centimeter pike and a 79 centimeter pike. Good job, man. We have to step up. We need some too. Ja, ich bin jetzt hier in meinem zweiten Spot. Das ist so eine typische Kanalbrücke, sage ich mal, mit diesen Holzpaneelen. Hier war ich im Training, habe ein paar Würfe gemacht, sofort einen recht guten Zander gehabt. Also wäre ein super Turnierfisch gewesen. Jetzt aber auch wieder gar nichts. Ich habe auch noch keinen Biss gehabt heute. Ich habe keinen Fisch gesehen. Und ja, wir haben jetzt fast 2 Stunden geangelt. Londry ist der Einzige, der 2 Hechte gefangen hat. Der ist in Zone 1 unterwegs und ansonsten noch keine Fangmeldung. Ich denke mal, das spricht ein bisschen
schon für sich, dass die Bedingungen, ja, wir wussten es gestern nicht, wir haben uns unterhalten, wie macht sich das mit dem vielen Regen, mit dem Wind. Wir wussten auch nicht. Also entweder, wir hatten so schon so überlegt, entweder gar nicht oder es knallt richtig. Ja, ersteres ist scheinbar der Fall. Ja, das heißt, wahrscheinlich wird es ein richtig anstrengender Tag und ein Kampf um jeden einzelnen Fisch. Aber das ist Angeln, ne? Und wir haben alle die gleichen Bedingungen. Ja, ich will mich nicht beschweren und konzentriere mich darauf jetzt, dass ich irgendwie was in die Wertung bekomme. Ist nicht groß, aber ich glaube groß genug. Immerhin. Die hat er, ne? Dann sind es 28, richtig? 27,5. Klein, aber fein, aber meine ersten Punkte, der darf jetzt schnell wieder zurück. Ja. 70 cm, I think. Nice strike. Okay, I need my tool to hang up the hooks. 72. Okay. Back onto the water. Let's go. He's jumping. Woo! Free. Yeah. Traumstart für Landry. Mit drei Ü-70er Hechten zieht der Belgier an der Spitze davon. Und auch Dirks Plan geht auf. Der Hearty Rise Team Angler kann als erster einen Barsch in die Wertung bringen und liegt damit auf Platz 2. Johannes ist schon an seinem zweiten Spot. Er fischt weiterhin am Fluss. Hatte gerade den ersten Fehlbiss. Und natürlich darauf gleich den Hänger. Super. Shit. Gut. Die Muscheln sind auch. Die Muscheln sind schon mal bissig. Wir sind eigentlich in der Nähe vom ersten Spot, wo ich vorher war. Nur kam dort der Seitenwind sehr blöd rein, darum sind wir jetzt ein bisschen weiter gefahren, aber es ist dasselbe Gewässer, ein paar hundert Meter weiter. Ich jigge auch hier wieder oder faulenze, ein bisschen mischen das Ganze und ja, Zielfisch ist wieder Hecht und Zander und Barsch. Hecht kann auch möglich sein, aber vor allem Zander und Barsch. Und vorher hatte ich schon der erste gebissen. Was es war, weiß ich nicht, aber hoffentlich finde ich das noch raus. Das ist frustrierend. Nichts gefangen. Ich hoffe, das hast du gefilmt. Yes, boah, da hat er mich nass gespritzt. Kleiner, aber ist ein Fisch, das ist schon mal gut. Puh. Eben habe ich einen deutlich größeren verloren, aber ich will mich nicht beschweren. Ich bin froh, dass ich überhaupt jetzt erstmal einen gefangen habe. Hey, der ist aktiv, der Gute. Ach, der hängt noch. Guck mal, da ist der Macewarner noch dran. Jetzt ist er raus. Der ist über... Oh, sorry. Über 89
5, also 90. Schlanker Fisch, geiler Fisch, 90er. Eben hatte ich einen Meter drauf, aber 90er ist fürs Turnier erstmal geil. Auf dem Mace Runner, wie immer. Und den lasse ich sofort zurück. Wunderschöner Fisch, der darf zurück. Tschüss, großer. Ah, komm, du darfst. Ah, sehr schön, weg ist er. Die schlanke Silhouette lässt Dustin einen kleineren Hecht vermuten, doch er entpuppt sich als 90 cm langer Fisch, der dementsprechend 90 wertvolle Punkte bringt. Nach einer Aufwärmphase, die Dustin schon hatte ungeduldig werden lassen, startet der Favorit also doch standesgemäß. Ja, im Drill ist der Gummiring kaputt gegangen, der die Öse beim Spinnerbait schließt. Passiert mal, sieht man hier. Entweder hat der Hecht den durchgebissen oder die Schnur den durchgekattet, aber dafür legen wir 6 Gummiringe noch mit dabei in die Packung. Das ist ganz praktisch, dann ist man nicht, steht man nicht am Wasser und denkt sich, oh fuck, jetzt ist mein Gummiring durch und ich muss direkt anknoten oder sonst was. Also hat man genug dabei, wenn man sich den holt und kann wieder entspannt weiterfischen. Ey, der Fisch war echt sehr wichtig, nachdem ich den Großen jetzt verloren habe. Ich bin erstmal sehr, sehr happy, dass das jetzt geklappt hat. Hat echt lange gedauert, aber Fisch ist da. Und hoffentlich kommt da noch einer in der Kategorie. Das würde echt gut sein. So, ist wieder zu. Köder kann wieder verwendet werden. Ab geht's. Really big fish. It's a meter. Oh, maybe not, but it's a big one. Yeah, it's a meter fish. Yeah, it's a meter fish. Yes! Ja! Puh! Oh. Ja! Ich habe ihn, den Meter, den ich vorhin verloren habe. Und natürlich auf dem Mace Runner. Da ist er total zerstört. Und da ist der Hecht. Ist das nicht geil? Für einen Wettkampf. Ein Traumfisch. Wahnsinn. Richtig, richtig dickes Ding. Den messen wir ganz schnell. Über 1,09 Meter. 1,10 Meter auf dem Mace Runner. Was ein schöner Fisch. Guckt euch das an. Wie schön der hier im Wasser steht. Was für ein wunderschöner Fisch das ist. Geht doch kaum besser, oder? Komm, Großer, zurück. Jetzt hat er's. Ja! Oh, Meter verloren. 1,10 Meter jetzt gefangen. Und 90er. 2 weitere Hechte jetzt und dann geht's weiter. Dann hau ich ab. So schnell kann der Wind drehen. Vor gut 10 Minuten, noch enttäuscht über den eigenen Start, scheint die Sonne im schönen Land nun wieder aus allen Knopflöchern. Den YPC-Ufer-Hechtrekord von Herbert Ziereis um 1 Zentimeter verfehlt. Doch mit satten 200 Punkten nach 2 Fischen ist die Ausgangslage natürlich erstmal ausgezeichnet. Ich weiß nicht, ob ich schon gesagt habe, aber wahrscheinlich schon. Regelt. Rasiert. Oh wow, man. Dustin, what are you doing? A pike of 90 and 110 from the shore. You're crazy, man. 110.
das denn unfassbar, der Typ. Ich weiß nicht, wie er es macht, aber er macht es richtig, richtig gut. Jetzt hat er 1,10 Meter Hecht gefangen. Der hat 90er und 1,10 Meter, also das ist Wahnsinn. Das sind schon 200 Punkte. Den dritten wird er wahrscheinlich auch nochmal irgendwo ähnlich groß fangen. Wahnsinn. Petri, 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 Dustin. Ja, das sind wir wieder. 1,10 Meter Hecht. Ja, kann man machen. Congrats, man. It's a beautiful pike. It's what I want. Für das Highlight des Monats gibt es neben dem Kauf auf hecht-und-barsch.de bald eine zusätzliche Lösung. Jetzt schon deine Mailadresse eintragen und alle News erhalten. Das Luredrop-Abo auf luredrop.de, in Kürze verfügbar. Ja, das war fast wie im Lehrbuch, ne? Sind hier auf die Seite gegangen, wo richtig der Wind drauf stand. Richtig doll, der ist leider jetzt nachgelassen. Und da kamen gleich die drei Fische. Den einen habe ich verloren, den einen Meter. Und zwei gefangen. Das war ganz cool, muss man sagen. Hoffentlich kommen jetzt noch zwei weitere, weil dann habe ich noch ein bisschen Zeit, auf Zander zu angeln. Und ja, das wäre toll. Ein Zander heute noch. Wäre richtig, richtig gut. Dann habe ich nämlich am letzten Tag ganz viel Zeit, den Barsch zu beangeln. Ich versuche jetzt, das Flache hier ein bisschen abzufischen in der Buhne. Ich werde wieder mit dem Chatterbait ein paar Würfe probieren. Weil ich glaube, dass ich gerade einen Biss hatte auf einen Offset-Gummi, den ich relativ schnell gejiggt habe. Vielleicht funktioniert es mit Chatterbait, dass ich ihn nochmal zum Biss überreden kann. Schauen wir mal. There was a man coming by just a second ago. He said, there's enough pike in these waters, but they won't bite. Well, it looks like it. I have only one bite now. The wind picked up now. More whimpers on the water. But just continuing fishing. They must come. They must come. I have trust in it, and it's a lot of fun now. Good weather. Just wait for the first bite. Small one. Sehr kleiner Fisch, aber ist doch schon mal gut. Puh, schöner Biss wieder. Und natürlich habe ich den Köder jetzt nicht gewechselt. Oh, hier sind überall diese Raupen, da muss man aufpassen. Über 71,5, also 72. Hätte ich vor einer Stunde noch gesagt, was für ein geiler Fisch, den brauche ich jetzt. Jetzt wirkt er natürlich sehr klein, nachdem er 90er und 1,10 Meter gefangen hat. Aber ich bin sehr happy, weil, wenn ich vier Hechte habe, dann brauche ich nur noch einen Barsch und einen Zander. Und er schwimmt auch schon. Sehr, sehr gut. Puh, der Maze Runner lässt einen seltenen Stich, habe ich schon ein paar Mal gesagt, aber ist halt so. Wenn ihr genervt seid, einfach immer muten, wenn ich komme. Hilft. Kann helfen. Der dritte Hecht sorgt für den ersten Führungswechsel. Mit 272 Punkten liegt das denn nun vorne.
Das Lustige ist, ich bin hier schon vorbeigelaufen und habe direkt danach hier nochmal einen Wurf gemacht. Also lagen 2 Minuten auseinander. Beim ersten Mal nichts und beim zweiten Mal ist ein Fisch eingestiegen. Manchmal, glaube ich, rennt man auch einfach zu schnell über die Spots rüber. Egal. Mach's jetzt trotzdem. Run and gun. Tim, I got some bad news for you. Shit happens. So, jetzt habe ich hier, stehen wir hier auf so einer Spundwand und die Richtung verläuft sozusagen zwischen dem Ufer und hier ist so ein Pöller im Wasser, ist so eine Krautkante. Und ich habe mich jetzt genau sozusagen hingestellt, dass ich genau am Ende der Krautkante im Prinzip den Chatterbait genau langziehen kann und somit halt da irgendwie keine Krautverhedderung oder sowas kriege und dann hoffentlich dort irgendwo ein hungriger Barsch rumhängt, der sich sagt, geil, Neuke, Tiny Kaishin, da habe ich richtig Bock drauf. Und ja, deswegen jetzt immer sozusagen parallel dazu werfen, vielleicht mal ein bisschen tiefer, ein bisschen flacher, aber zu flach geht halt auch nicht, dann ist man halt im Kraut drin. Und aber das Schöne ist, man kann dann den Chatterbait einmal so ein bisschen freischlagen und ja, dann kann man eigentlich meistens immer direkt weiter fischen. Okay, we have changed spot, another spot for pike. It's a big lake, so sometimes we can fish here for big pike. So yeah, I will try to catch a big one. It's my target now. Maybe not the same from Dustin. 1 meter 10, 10 it's not possible here. I think the best pike here is maybe 1 meter. But yeah, if I take 80 plus, I will happy. Ich glaube, ich hatte wieder einen vorsichtigen Kontakt beim Wegziehen. Zumindest spürte es sich sehr fischig an, allerdings ist am Köder nichts zu sehen. Also vielleicht nur ein kleiner, der hinten sich kurz festgehalten hat. Ich werde jetzt in der gleichen Buhne bleiben, allerdings die Position noch ein bisschen verändern. Vielleicht finde ich sie dort, weil hier drückt die Strömung so stark drauf, dass es nicht so gut zu befischen ist. Das sollte von der anderen Seite definitiv besser sein. Also probieren wir es. Deswegen bin ich hergekommen. Oh, ja. So Leute, hier ist er. Eben jetzt noch hart für gekämpft. Ich hatte erst einen Biss verkackt. Hab da nochmal langsam lang gekurbelt. Der Fisch kam, ich habe ihn gesehen tatsächlich. Sehe, wie er den Tiny Kaishin hier wegnagelt. Ja, und es ist der geile Fisch hier. Ich will auch gar nicht weiter lange reden und ja, ich release ihn jetzt einmal schnell. Und vielleicht ist da gleich noch einer. Ja. Ah, geil. Mega, mega, mega. Wir bleiben, glaube ich, noch ein bisschen hier. Ich hatte ja noch schon Biss, sprich, die Fische sind an der Packung. Und ja, ich mache mal weiter, ne? Die weite Anfahrt und die Beharrlichkeit am Kanal zahlt sich aus. Barsch-Spezialist Henrik kriegt seinen Großbarsch, holt sich 90 Punkte und damit zunächst den 3. Platz. Der Fang scheint Einfluss auf Dirks Taktik zu haben. Jetzt hilft nicht mehr, jetzt muss ich auch woanders hin. Ja, Henrik hat einen 45er Barsch und jetzt sind schon 3 weit vorne. Da muss ich was ändern.
schmeiß immer parallel zum Ufer, lass den Shadowbait einmal kurz absinken. Ich hocke mich meist hier auf so einem Spot auch immer hin, weil er steht höher im Prinzip und ihr wollt den Shadowbait ja im Prinzip schön lange am Grund halten. Deswegen hocke ich mich hin, Rutenspitze zum Wasser und ganz sacht einkurbeln. Ich merke jetzt immer ab und zu mal wieder so ein bisschen Kraut. Aber einfach, wie gesagt, wenn ihr Kraut merkt, schlagt ihr kurz in die Rute rein und dann läuft der meist auch gleich direkt weiter. Der Fisch gibt Selbstbewusstsein. Alter Falter, der gibt richtig Selbstbewusstsein. Ihr seht ihn nochmal, Tiny Kaishin, 9 Gramm, Farbe Sexy Blue. Passender Trailer ist der Neuke Machubi, auch in Sexy Blue. Richtig geile Kombo. Ihr habt hier vorne einen UV-aktiven Streifen noch drauf und ja, so ein bisschen Baitfischmäßig fühle ich richtig die Farbe. Besonders bei so klarem Wasser ist das richtig die Waffe. Richtig geil. So, und jetzt wechsle ich auf einen kleinen Crankbait. So, genau hier bläuliches Dekor. Hat ja ganz gut funktioniert. Mal gucken. We're just gonna switch spots. Gonna drive for a couple of minutes. I know really nice other spots, lilies and stuff. It's really nice. So hopefully the pike will be active there. Here they didn't. Ja, normalerweise bin ich gar kein großer Freund von so Baggerseen. Aber wenn ihr Baggerseen befischt, das ist auch das Gute an dem hier. Der ist mit einem ganz großen Fluss connected. Das heißt, da ist immer Fischaustausch. Die Fische können rein, raus. Und das ist ein riesen Vorteil. Also wenn ihr solche Gewässer beangelt, jedenfalls würde ich das machen, würde ich immer darauf achten, dass ein großes Gewässer daneben ist und das miteinander verbunden ist oder angeschlossen ist. Hier scheint es zu funktionieren. Ich hoffe, da kommt noch einer und wenn ich einen noch gefangen habe, dann geht's auf Zander. We'll change from the last pike spot. I do that because I really want to have a pike 80 plus and I have not one, only 79, so yeah, I will move for another pike spot and after we will try to catch a zonder. I see on the WhatsApp group that there is no zonder today. Nobody catches zonder. So I don't know if people is fishing for zonder or not. Maybe with the wind it's very complicated. I think it's very complicated, but I will try this afternoon for zonder. But now we will go to pike spot, last pike spot, and we will maybe catch one. So let's go. Ich kämpfe gerade, wie man unschwer sieht, an so einem typischen Fähranleger gegen den Wind oder Sturm. Es ist super schwierig zu angeln. Aber hier steht halt immer mal wieder der eine Barsch oder auch mehrere, aber auch mal ein vernünftiger. Und ich habe halt die Hoffnung, dass ich zumindest einfach nur einen dran kriege, weil der würde mir schon reichen. Also ich teste das jetzt noch eine gewisse Zeit und dann muss ich überlegen, was ich im Anschluss mache, wenn es gar keinen Sinn mehr macht. Ja, es wird sehr schwierig bereits jetzt, weil irgendwie der ist so tot. Aber ich hatte hier eben immer Fisch. Also in der Vorbereitung, da gab es immer Bisse, egal wie die Tide war, egal wie der Wind kam. Irgendwas biss immer und hatte dann auch so Simulationen quasi für den Cup in der Tournamentzeit eben und da schafft sich auch die Full Card. Aber davon sind wir jetzt relativ weit entfernt, aber es ist noch genügend Zeit. Allerdings, wenn man sieht, was die anderen bereits gefangen haben, ja, ist das schon etwas nicht beängstigend, aber da sollte jetzt auf jeden Fall was kommen langsam. Wieder ein schöner Hecht, nicht annähernd so groß wie der 1,10 Meter, aber hilft natürlich. Ei.
Ja, 4 Hechte. Minimalziel erreicht. Minimalziel. Das Ziel erreicht. Super geil. Board ist nass. Total nass. Ist vorne dran, ne? 73,5 überschritten. 74. Kein Monster, aber wunderschön. Bin happy. Meine Hechte sind voll. Das wollte ich erreichen. Vielen Dank dafür, mein Großer. Und direkt weg. Oh Mann, ey. Jetzt fällt schon mal ein Druck ab. Und jetzt ist das Schöne. Ich werde jetzt hier den Stretch noch zu Ende angeln, weil es gerade echt gut beißt. Aber das Schöne ist, ich könnte mich jetzt ein bisschen auf Zander konzentrieren. Allerdings denke ich mir die ganze Zeit, ey, es wurde noch kein einziger Zander gefangen. Ist das so schlau jetzt? Barsch wurde einer gefangen in meiner Zone, allerdings nur ein 28er. In der anderen Zone ein 45er durch Hendrik. Congrats dafür, richtig geiler Fisch. Hätte es aber auch nicht anders erwartet. Ja, Hendrik ist einer, der wahrscheinlich, wenn ich ihn letztes Jahr beobachtet habe, sehr stark ist beim Barschangeln. Aber ja, ich angle noch ein bisschen weiter auf Hecht und dann geht's los, Zander und Barschangeln. Jetzt sind wir hier an einem Fluss und ich versuche jetzt ein bisschen einen Zander zu fangen. Wir haben hier so eine Ecke, wo wenig Strömung ist. Ein bisschen Kraut ist hier auch immer drin und hier haben wir im Training Zander und Barsche gefangen. Ja genau, Barsch habe ich jetzt ja gut vorgelegt. Vielleicht kommt noch mal was Kleines jetzt hinterher. Ich versuche jetzt aber eher einen Zander zu fangen. Das ist war der Plan im Prinzip. Und wir wollten eben gerade an eine Stelle. Da war aber schon besetzt. Aber deswegen jetzt sozusagen an der zweiten Stelle. Ich fische jetzt hier erstmal den Tiny Kaishin wieder. Das hat letztes Mal echt gut funktioniert. Ich werde auch gerne mal jetzt nochmal einen Crank probieren. Da hat ein Teamkollege hier auch einen schönen 65er Zander drauf gehabt. Und genau, aber erstmal jetzt ein bisschen hier abfächern alles mit dem Chatterbait. Und wenn da nichts geht, ändere ich einmal ab. We just switched spots. We're on a real, really nice channel now with a lot of water lilies. It's a nice water system. Hopefully the pike will bite here better than the other spot. So I just saw on the WhatsApp group that the other guys are catching really nice fish. I think I saw a big perch, 45, and a couple of really nice pikes. So good job, guys. We just wait until the first bites come here. Hopefully we get a pike here so we can fish the river later for some zanders. So let's do it. Keep your thumbs up for me, people. Come on. I need it. It's complicated to fish here. There is full grass. I think we will move. I fish 5 minutes and we move. Just stay, try there. Ja, Kickback Rick. Ich weiß nicht. Ich versuche es einfach mal jetzt ganz kurz. Ich weiß nicht, ob ich damit jetzt besseren Kontakt vielleicht zum Köder bekomme mal und den irgendwie ein bisschen auf der Stelle halten kann, aber ein Versuch ist es zumindest wert, nachdem es jetzt mit Jigspinner und Chatterbait überhaupt nicht geklappt hat. Jetzt hier mit einer Stahlspitze, ne, man weiß ja nie, auch auf so einem kleinen Köder kann natürlich jetzt auf einmal ein Hecht einsteigen und dann habe ich ein Problem. Deswegen sicher ist sicher. Und hat im letzten Jahr auch geklappt mit der Stahlspitze. So, letzter Wurf, dann fahren wir zum ersten Spot. Und wenn dort auch nichts geht, machen wir einen Gewässerwechsel. Vielleicht hilft das was. Aber ich bin noch immer guter Dinge, auch wenn es vielleicht nicht ganz so wirkt. Eigentlich müsste ich jetzt gehen, aber die Bedingungen sind gerade gut. Der Wind ist mehr geworden, die Sonne ein bisschen weg. Ich habe gerade das Gefühl, es geht gut auf Hecht. Aber das Ziel nicht aus dem Auge verlieren, noch einen Zander heute fangen. Zander.
Yes. Ja, kleiner Zander. Der sollte aber, ich glaube ja, das sollte passen. Auf den Crankbait. So wie ich es mir gedacht hatte. So hat es im Training auch echt gut funktioniert. 52. Ja, schöner 52er Zander. Perfekt. Besser geht's nicht. Ja, auch kleiner, schön größerer. Auf den D-Style Crawl Up Crank. Gleich in der zweiten oder dritten Kurbelumdrehung. Richtig geil. Ja, ich glaube, den setze ich jetzt mal schnell zurück. Vielleicht fange ich noch einen größeren. Jetzt stelle ich noch mal schön die Flossen auf. Mega geil. Schöner Fisch. Komm. Na, jetzt hängt er noch am Stein fest. Mega. Wie schon einige Teilnehmer angemerkt haben, ist das Zanderangeln bei diesen Bedingungen nicht einfach. Vermutlich ist es daher nicht die schlechteste Idee, einen Crankbait durchzuleiern und so größere Schnurbögen zu vermeiden. Wie dem auch sei. Henrik fängt den ersten Zander des Turniers, hat damit als einziger Angler zwei Fischarten und der Hecht, seine noch fehlende Fischart, beißt heute bisher am besten. Keine schlechte Ausgangslage. Momentan liegt er aber noch auf Platz 3. Tabellenführer ist Dustin Schöne mit 4 Hechten bis 1,10 Meter. Landry Rosens folgt auf 2 mit 3 Ü-70er Pikes. Den vierten Platz belegt Dirk Ostrowski mit einem Barsch. Jelle de Jong und Johannes Höfner haben noch keinen Fisch in der Wertung. Wie dieser Angeltag zu Ende geht und wer auf welchem Tabellenplatz übernachten darf, erfahrt ihr am kommenden Sonntag um 18 Uhr. Lasst uns doch ein Like und einen Kommentar da, um uns zu zeigen, dass nicht nur wir uns darüber freuen, nun wieder bis zum Jahresende spannende YPC-Ufer-Action auf YouTube zu haben. Ciao.